Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Merkur Orakel am 20. Juni 2018, Mittwoch. Mittwoch ist Merkurtag. Merkur ist nichts anderes in griechischer Mythologie als Hermes, der Götterbote, vermittelt Botschaften. Natürlich bedeutet das Schnelligkeit, bedeutet das Handlungen und Kommunikation. Das ist das Thema und das schauen wir genau an. Merkur bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Krebs und bekommt einen Einfluss von Neptun und bekommt einen Einfluss von Jupiter. Jupiter bringt Glück und auch Gerechtigkeit. Jupiter ist aber rückläufig in Tierkreiszeichen Skorpion. Das kann natürlich bedeuten, dass noch die klärenden Gespräche etwas gebremst sind. Oder bedeutet diese Rückläufigkeit auch Vergangenheit, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und wir bekommen eine wichtige Nachricht. Die Neptun-Einfluss. Neptun bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen auch rückläufig. Das gleiche gilt auch für Neptun. Natürlich, das sind Gespräche über Gefühle, über Träumen und das ist sehr fantasievoll. Und die drei Planeten, Jupiter, Neptun und Merkur, stehen in wunderbarer Verbindung. Die drei Tierkreiszeichen, die sich hier verbinden, Krebs, die Tierkreiszeichen Fischen und Skorpion, alle drei gehört zum Wasserelement. Das kommt im Fluss und es handelt sich um Gefühle. Und das ist auch ein großes Glück, also wir können mit einer guten Nachricht rechnen. Besonders die Krebsgeborenen, die Fischengeborenen, die Skorpiongeborenen, aber auch die Stiergeborenen und auch Jungfraugeborenen. Eine Unterstützung bekommen die Zwillingsgeborenen und Löwengeborenen. Etwas eingeschränkt wirkt das alles bei Wiedergeborenen und bei Wagengeborenen. Kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Etwas unklar, undeutlich erscheint das bei Wassermanngeborenen und bei Schützengeborenen oder sie sollen genau hinhören. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben auch hier eine Aufgabe, nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt, sondern das spiegelt etwas für die Steinbockgeborenen und die Steinbockgeborenen sollen auf anderen zugehen. Das ist die Merkur-Energie im heutigen Tag. Und jetzt kommt die Legung dazu. Was ist das Hauptthema gerade? Das zeigt hier diese Karte an. Ein Neuanfang, ein Neustart. In allen Ebenen kann das bedeuten, ein Umzug, ein beruflicher Neuanfang oder eine Versöhnung oder eine neue Beziehung. Die Gespräche, wie kann ich das noch konkreter beschreiben, das zeigt diese Karte an. Hier ist wichtig eine Verabredung. Natürlich kann das die Leidenschaft sein und Thema Liebe, Partnerschaft, aber die Karten haben symbolische Bedeutung und das kann auch ein wichtiger Termin sein, also kann auch geschäftliche Kontakte bedeuten. Diese Karte bedeutet aber noch etwas loslassen. Und das ist sehr wichtig, das zum Klären und wichtig, diese Verabredung. Liebe Partnerschaft, wie sind da die Gespräche? Etwas sollte man voneinander lernen, zwar miteinander kommunizieren. Und die Handlungen, welche Handlungen sind gerade wichtig? Wo setzen wir uns ein? Sollen wir das erzählen, was wir vorhaben?
Also dieses Bild zeigt Ehren, lieber schweigen. Das kann natürlich noch ein Hinweis sein, in eine spirituelle Richtung Gespräche zu führen über Spiritualität. Die rechtliche Lage, welche Gespräche können wir rechnen? Also wir können nur davon träumen, dass wir gerade unserem Recht bekommen. Im Tat sieht es anders aus. Welche Lernaufgabe haben wir zurzeit, was die Kommunikation betrifft, dass wir unsere Meinung vertreten, kein Umwege machen, sondern einen selbstbewussten Auftreten und das auch direkt sagen, was wir denken. Aber sollen wir trotzdem diplomatisch sein? Weil hier haben wir schon einen Hinweis bekommen, dass was wir vorhaben, da lieber noch schweigen. Welche Veränderungen kommen durch die Kommunikation? Etwas läuft einseitig und das wird gerade geklärt. Das heißt, wir lassen uns gerade nicht ausnützen und das bringen wir in Wort. Also wir vermitteln das alles. Welche Wünsche haben wir? Geht unser Wunsch zum Erfüllung? Spricht uns das an? Ja, das spricht uns an. Das ist erreichbar. Und was gibt uns Kraft? Wie sollen wir das vermitteln? Oder wie finden wir die Kraft bei der Kommunikation, wenn wir die Angst loslassen und wir direkt sagen, was wir denken und wir klären, dass das etwas einseitig läuft, auch wenn das momentan noch ein Traum ist, da die Gerechtigkeit zu bekommen, trotzdem zeigen wir Kraft. Wir lernen auch gerade viel, leben die Augenblicke, starten wir einen Neuanfang. Aber was wir als Ziel setzen, was wir wirklich vorhaben, darüber sollen wir schweigen oder Gespräche führen. Das wäre ein anderes Thema über Spiritualität. Und das war diese Merkur-Orakel im Zeitraum von 20. Juni bis 26. Juni 2018. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.